Peach ganz allein im Schloss. Ich frage mich, was Mario wohl gerade macht. Ob er vielleicht verletzt ist? Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Ah, es geht ihm sicher gut, Prinzessin. Ich hätte es gerade dabei, die Sterne zu retten. Ja, du hast recht, Twink. Ich muss stark sein. Ich muss mich darauf konzentrieren, einen Weg herauszufinden. Aber vor der Tür stehen jede Menge Wachen. Und du kannst unmöglich durch das Fenster entkommen. Oh, warte eine Minute. Ich erinnere mich, dass mir der Minister gesagt hat, es gäbe in diesem Raum einen Geheimweg. Twink, hilf mir danach zu suchen. Cool, tolle Idee. Oh, der spielt mit Peach. Freunde, willkommen zurück zu Paper Mario. Wir haben Kapitel 1 abgeschlossen beim letzten Mal. Ein harter Kampf, ich wäre fast gestorben. Oh, ein Foto von Mario. Aber sieh da nicht hin. Warum soll man da nicht hinsehen, Peach? Was hast du denn da versteckt? So viele Kleider und doch sieht eines aus wie das andere. Sie sind nicht alle gleich. Das Design unterscheidet sich von Stück zu Stück und sie sind sehr modisch. Echt so? Hast du nie Princess Peach Showtime gespielt? Oh. Wie ihr Kleid dann so ein bisschen nach oben geht. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu schlafen. Ja, lass uns weitersuchen. Na, hier oben wird es bestimmt nicht sein. Sind diese Blumen nicht wunderschön? Sie duften so gut. Ja, ganz sicher. Was auch immer. Wir können sogar in den Balkon raus. Aber wir können nicht springen. Peach hat diese Ability nicht. Sie kann es einfach nicht. Noch nicht. Oder zumindest konnte sie es mal. Der Kamin. Sehr hübsch. So groß und so warm. Hm, ein warmer Kamin? Findest du das nicht eigenartig? Glaubst du wirklich, Twink? Ein warmer Kamin? Eigenartig? Das sollte doch warm sein, oder nicht? Können wir raus? Nein. Was? Prinzessin Peach? Ihr wisst, dass es euch nicht erlaubt ist, euer Zimmer zu verlassen. Es tut mir leid, aber ich muss euch zurückbringen. Oh, wie traurig. Oh. Alter. Bonk. Weggeschmissen. Oh, Mann. Bist du in Ordnung, Prinzessin? Haben sie dir den wehgetan? Ich bin in Ordnung, danke, Twink. Das war einfach nur dumm. Ich muss vorsichtiger sein. Es sieht so aus, als könntest du nicht durch diese Tür gehen. Ich kann nicht durch diese Tür gehen, also muss es hier was anderes geben. Ah, sieh, da ist etwas hinter diesem Bild. Oh, das ging schnell. Tut. Hm. Jetzt ist der Kamin doch nicht mehr so warm. Es war alles nur Fake, es war alles nur aus Pappe und Papier. Ja, cool, jetzt können wir diesen Raum verlassen. Ja, lass uns hier schnell verschwinden. Wo sind wir hier? Warum existiert das? Oh, noch ein Knopf. Ich drück ihn mal. Okay, wären wir auf die Tür gegangen, wären wir, glaube ich, erwischt worden. Wo sind wir? Sieht aus, als wären wir wieder zurück. Aber das kann ja nicht sein. Oh, ein Tagebuch? Hey, sieh dir das mal an. Es scheint, als hätte jemand sein Tagebuch hier liegen gelassen. Sollen wir es lesen? Nur ein bisschen. Oh, solche Dinge tust du wohl gerne, wie? Okay, aber ganz leise. Mal sehen. Hm, Tag 0 von 0. Monatsstern, Sonic. Heute bin ich zum Sternhafen gegangen, habe dort den Sternstab gestohlen. Das ist mich unbesiegbar. Cool. Ich habe auch die 7 hohen Sterne entführt. Jetzt können sie nicht mehr dazwischen funken. Das war ein harter Tag und ich bin ziemlich erledigt. Das Abendessen war ganz nett, aber ein bisschen fade. Ich glaube, ich kenne die Person, die das geschrieben hat. Sollen wir weiterlesen? Nur ein bisschen mehr. Okay, machen wir weiter. Tag 0 von X, Monat Stern, wolkig, dann sonnig. Liebes Tagebuch, heute war ein großer Tag. Ich habe meine Festung dazu benutzt, den Pilzpalast in den Himmel zu heben. Dann bin ich in den Palast eingedrungen und habe Mario verdroschen. Ja, ich weiß, unglaublich, aber lustig. Und es kommt noch besser. Danach habe ich Prinzessin Peach entführt. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich hoffe, sie mag mich. Prinzessin Peach, das ist Bowsers Tagebuch. Ich geht's. Was sollen wir tun? Sollen wir weiterlesen? Lesen. Okay, Tag X von X, Monat Sternchen, Sonic. Nun, die Koopa-Brüder sind von Mario besiegt worden. Er hat sogar den blöden Stern befreit, den ich dort gefangen hielt. Ich bin so sauer, dass ich kaum schreiben kann. Oh, ich bin Mario. Ich bin so groß und stark und gut und hilfsbereit. Ich hasse ihn, aber ich mache mir trotzdem keine Sorgen. Auf keinen Fall kann Mario den Stern in den staubtrockenen Ruinen retten.
Um das zu tun, müsste er zuerst das Geheimnis der Wüste lösen und die Ruinen der staubtrockenen Wüste finden. Er weiß ja nicht mal, wie man in die Wüste gelangt. Deshalb mache ich mir keine Sorgen. Ich bin sogar so ruhig, dass ich jetzt zu Bett gehe. Die staubtrockenen Ruinen sind inmitten der staubtrockenen Wüste. Nein, sag bloß. Eine der edlen Sterne wird dort gefangen gehalten, ich bin mir ganz sicher. Twink, glaubst du, du kannst Mario für ihn das mitteilen? Ja, natürlich, Prinzessin Peach. Ich mache mich dann auf die Suche. Oh nein, ich fasse es nicht. Ich habe mein geheimes Tagebuch offen liegen lassen. Es wäre mir furchtbar peinlich, wenn es jemand lesen würde. Sie gibt einfach auf. Was? Was hat die Prinzessin hier zu suchen? Hä? Ah, ihr bösartiges... Ihr habt mein Tagebuch gelesen! König Bowser, gibt's ein Problem? Ihr seid die schlechtesten Wachen aller Zeiten! Bringt die Prinzessin sofort auf ihr Zimmer zurück! Jawohl, Sir, auf der Stelle, vergebt uns, Sir. Wie ist sie denn kommen können? Nein, lass mich runter! Oh no. Aber Twink konnte entkommen, aber wird er jetzt nicht von Bowser gesehen? Schauen wir nicht. Bowser schreibt wohl wieder in seinem Tagebuch weiter. Mario, ich weiß, dass du es schaffst, alle hohen Sterne zu retten. Aus dem tiefsten Grunde meines leuchtenden Herzens spreche ich dir meinen Dank aus. Jetzt, wo du mich aus meinem Gefängnis befreit hast, ist auch das Siegel, welches meine Macht unter Verschluss hielt, zerbrochen. Schon bald werde ich wieder voll bei Kräften sein. Solange auch nur ein Funken Kraft in mir verbleibt, werde ich dir stets helfen. Nice. Mario kann nun die Sternkraft im Kampf einsetzen. Um eine Sternkraft einzusetzen, benötigst du Sternenergie. Möchtest du, dass ich dir das zeige? Okay, dann zeige ich es dir. Erklär mir das, ich check's nämlich nicht. Ich kenn's zumindest nicht. Also Mario, dies ist die Leiste für die Sternenergie. Oh, die ist neu. Alles klar. Siehst du, so kannst du sehen, über wie viel Sternenergie du verfügst. Auf der rechten Seite des Balkens leuchtet ein Stern. Jeder Stern steht für eine Einheit Sternenergie. Also verfügst du jetzt über eine Einheit. Mhm, macht Sinn. Erklär mehr. Komm. Als nächstes lass mich dir die Sternkräfte erklären. Ach so. Machen wir die Erfrischung als erstes. Diese Kraft ermöglicht es dir, deine KP und BP gleichzeitig mit 5 Punkten wieder aufzuladen. Warum probierst du es nicht gleich mal aus? Echt? Special Sachen kommen wir jetzt. Sternen. Fokus. Lädt verbrauchte Sternenergie wieder auf, oder? Erfrischung für eine Sternenergie. Regeneriert 5 KP und BP. Halt auch Gift und Schrumpfung. Okay. Gibt's da ein Timing für oder einfach so? Wir beten. An den Ältesten. Er ist dann da und heilt uns. Ja, er hat uns einen Wunsch erfüllt. Einen kleinen Wunsch, der auch sich doch nur klein aufladen lässt. Siehst du, sobald die KP und BP wieder aufgeheilt wurde, hast du mich aufgebraucht. Diese Aktion hat dich eine Einheit Energie gekostet und jetzt hast du nichts mehr übrig. Behalte diese Anzeige also immer gut im Auge. Mhm. Habe ich aber nur eine jetzt? Normalerweise wäre nun dein Partner an der Reihe gefolgt vom Zug deiner Gegner. Aber da wir ja nur üben, bist du jetzt aber nochmal dran. Okay, Mario. Dann mach nochmal. Schau mal hier, die Leiste lädt sich ja ganz langsam auf, ne? Ja. Genau. Jedes Mal, wenn Mario in der Reihe ist, lädt sich die Sternenergie ein bisschen auf. Denn nur Mario kann beten, die anderen können das nämlich nicht. So, Fokus. Seine Sternkraft, die es dir ermöglicht, etwas mehr Sternenergie als gewöhnlich zu regenerieren. Jetzt ist deine Sternenergie fast aufgebaut, obwohl du sie langsam wieder auffüllst. Gut, nun probier die Sternenergiekraft Fokus aus. Okay, kostet gar nichts und dadurch lade ich das schneller auf. Wir beten? Ja, okay, ein kleines bisschen aber nur, oder? Hast du gesehen, wie viel? Das war nicht so viel, Kumpel. Nicht wirklich. Also finde ich jetzt nicht. Keine Ahnung, wie es sich normalerweise auflädt. Vergiss nicht, dass du deine Sternenergie auch durch eine Übernachtung in einem Toadhaus auffüllen kannst. Nun gut, das war's dann also. Ah. Jetzt habe ich's verstanden. Danke, Kumpel. Mario, hör gut zu, du musst die anderen hohen Sterne so schnell wie möglich retten. Wenn wir 7 wieder zusammen sind, können wir dir eine Sternkraft namens Sternenstrahl leihen.
Der Sternstrahl ist die einzige Möglichkeit, gegen die Kraft des Sternstabs zu bestehen. Oh. Ich muss nun zurück zum Sternhafen. Ich muss sofort aufbrechen. Doch, ich werde stets über dich wachen. Rette uns, Mario. Er muss sich jetzt um die kleinen Kinder kümmern. Die sind da ganz allein gewesen. Na gut. Okay, scheinbar geht's Kapitel 2 noch nicht los. Warum auch immer. Ich möchte mal ins Schloss. Weil... Wechsel mal am besten zu Bombett. Weil... oben beim Bosskampfraum... Habe ich das Gefühl gehabt, dass wir da noch etwas erledigen könnten. Es sah aus, als gäbe es da noch einen weiteren Weg. Und das möchte ich kurz abchecken, aber damit ich euch nicht langweile, werde ich das gatten. Ich war der Meinung, hier gäbe es noch was. Aber nö, ich bin den kompletten Weg umsonst hier lang gegangen. Schade. Hätte ich mich vielleicht vorher umschauen sollen beim letzten Mal. Naja gut. Ich will zurück. Zurück draußen. Und jetzt können wir hier endlich abhauen. Wir haben dieses komplette Koopa-Heim und alles Mögliche abgeschlossen. Sehr schön. Ich würde sagen, wir hauen jetzt ab, zurück zu... Warte mal einen Moment. Moment, das kannst du doch bestimmt wegsprengen, oder? Boom. Ja, das kann sie. Fühlt man sich so ein bisschen wie bei Zelda. Jetzt aber endlich Bomben, jetzt kommt endlich weiter. Wo führt uns das hier denn hin? Das ist bestimmt der richtige Weg, oder? Ah, nicht so ein Bonus? Ha. BP Plus Orden. Erhöht die gesamte BP um 5? Warte mal. War denn jetzt das Level Up, was wir gemacht haben, eigentlich für Orden? Da steht OP 6. Ja, war's. Okay, geil. Schlagt die komplett dumm. Habe ich jetzt auch gelernt. Power Dots ist geil. BP Plus würde ich gerne reintun. Und ansonsten machen wir nochmal Rabatt rein, oder? Warum nicht? Ja. Ja gut, der Hammerwurf hat uns halt im Kampf richtig gefehlt. Der wäre richtig gut gewesen im Kampf. Aber macht schon nichts. Macht nichts. Ist in Ordnung. Warte mal. Komm ich hier runter? Ach, ich wollte schon sagen. Hä, was mache ich denn jetzt? Okay. Ich schätze, ich renne jetzt wirklich einfach den kompletten Weg wieder zurück. Ach komm, Spiel. Das muss doch jetzt nicht sein, du. Das muss doch jetzt nicht sein. Nee, da hau ich jetzt aber ab. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Pschu. Das Geld will ich gern behalten. Nein, nein, nein. Mein Geld, mein Geld. Nein, mein Geld, mein Geld. Komm schnell weg. Wir sind entkommen. Fürs Erste. Oh, das wollte ich zwar nicht, aber meinetwegen. Meinetwegen. Nee, ich möchte nicht kämpfen. Die lohnt sich halt eh nicht. Weil die geben kaum Erfahrungspunkte. Da würde ich lieber gegen Stärkere... Ach komm, lass den einen Cent doch liegen, Mann. Den check ich. Den. Aua. Wie er weint. Der arme Mario. Dass er sowas mitmachen muss. Oh, man. Oh, mein Gott, wie viel? Was zur Hölle? Sonst habe ich nie so viel Geld verloren dadurch. Ja, einer ist... Ja, verdammt. Aber ich hoffe, ich mache das hier gerade richtig. Nicht, dass ich da irgendwie rechts weiter gekonnt hätte. Nee, ich meine, es wäre jetzt eigentlich richtig. Warte mal, wir können ja sogar mal... Gumbario fragen, was er davon hält. Ja, viele Koopas leben entlang des Wanderwaldes, weil es hier viel Wasser gibt. Nee, da sagt er nichts zu, okay. Da sagt nicht, wo wir weiterhin sollen. Ich gehe mal davon aus, dass wir zurück zum Pilzpalast sollen. Welcher hier auf dem Weg wäre. Das ist das Problem beim Kämpfen. Es sind so viele Gegner und das macht einfach keinen Bock. Vor allem, weil das auch so lange dauert. Deren Angriff abwarten, die müssen meinen Angriff abwarten. Und das Allerschlimmste ist, ich kriege ja nichts davon. Was? Das ist ja sogar noch weniger als letztes Mal. Sonst haben die mal zwei gegeben, es gibt sogar nur noch einen. Also, ihr seht, es ist dumm. Es ist einfach dumm. Lohnt sich nicht. Und was mache ich trotzdem? Genau, kämpfen. Ich kann nichts machen. Cool. Freut mich. Ja, nice. Lass mich schön von allem treffen.
Da habe ich Spaß dran. Kannst eh nichts machen. Na gut. Was soll's. Weg mit dir, Kumpel. Hau ab. Danke. Jetzt lass mich endlich in Ruhe. 3 XPS. Also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das mache ich nicht nochmal. Das lass ich sein. Ich möchte nie wieder gegen langweilige, stinknormale Goombas und Koopas kämpfen. Nie wieder. Bitte. Es muss jetzt nicht sein. Oh, roter Block? Warum ist er rot? Bitte sag mir, ich hab's das hier richtig, dass ich hier zurücklangen muss. Oh, schauen wir schon. Keine Bewegung, Mario. Auf dich habe ich gewartet. Hehe, ich hab dir doch gesagt, dass wir uns wiedersehen werden. Jetzt bekomme ich meine Rache. Das ist der Typ aus dem Anfang. Los geht's, Baby. Pass gut auf. Ja, ja, so viel zu deiner Rache, ne? Mario, ich rede mit dir. Ich verspreche dir, dass dieser Kampf gänzlich anders als der letzte verlaufen wird. Herr, wer ist denn der Kleine? Verstehe ich das richtig? Er will dich herausfordern? Das muss ein Scherz sein. Schnauze! Du, Mario, du erinnerst dich doch an mich. Nein, eigentlich nicht. Was? Verdammt, du erinnerst dich nicht? Hör zu, du kleine Ratte. Mein Name ist Junior Trooper. Merk ihn dir und erzittere. Denn wenn ich mit dir fertig bin, wirst du ihn garantiert nicht mehr vergessen, ja? Er will wirklich kämpfen? Aber ein cooles Vieh. Bereite dich auf den Schmerz vor, Mario. Ich zeige dir, was ich gerade erst gelernt habe. Der Eiertanz? Ja, yeah, pass gut auf. Etwas hast du noch nie zuvor gesehen. Deine Angriffe sind diesmal wirkungslos. Schauen wir doch mal, was mein Bett dazu sagt. Boom. Wirkungslos. Verstehe. Machen wir nochmal den Hammer. Ist der auch wirkungslos, Kumpel? Ich glaub's ja nicht. Nö. Autsch! Wer rechnet denn damit, dass der Klempner über solche Fähigkeiten verfügt? Ja! Es ist ja nicht vorbei! Ja! Aua! 2 Schaden diesmal. Er ist stärker geworden. Das muss ich ihm lassen. Aber mehr hat er trotzdem nicht drauf. Boah. Was will er? Hast du noch was anderes zu bieten, Kumpel? Nö. Ich sollte noch scannen, ne? Hab ich nicht vergessen. Mach ich, glaube ich, jetzt wirklich mal. Wechseln? Auf Gumbario? Weil zu dem Zeitpunkt hatten wir Gumbario noch nicht. Und dann scannen ihn mal, damit wir nicht vergessen. Wie war das noch gleich? Ach ja, Junior Trooper hieß er, ne? Oder? Bin mir eigentlich gar nicht sicher. Keine Ahnung. Scherz. Ich weiß, was der Name ist. Ich weiß alles. 15 KP, 2 Angriffskraft, 1 Verteidigung. Sieht er nicht süß aus, wie er sich in seiner Eierschale versteckt? Einfach niedlich. Ihn zu besiegen sollte kein Problem darstellen. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es. Er macht mir leider trotzdem einigermaßen Schaden. Und gefallen tut mir das nicht. Okay, Gumbario, du musst wieder raus. Du musst mit... Umbett. Wechseln. Und jetzt schau dir das an. Schau dir das an! Schau dir die Bombe an! Schau sie dir an! Yeah. Also ich glaube, aufspringen bringt nichts. Geh ich mal von aus. Deshalb versuche ich es auch gar nicht erst. Ich bete mal. Erfrischung. Für den lieben Mario. Er hat's doch verdient, oder? Amen. Der alte Opa-Stern. Er heilt uns ein wenig. Dankeschön. So, und jetzt nochmal die Bombe! So, ist fast down. Das kriegen wir hin. Ja, das ist die Frage, ne? Ich glaube, ich mache einfach normale Angriffe. Ich spare mir die BP lieber auf. Bam. Genauso wie bei dir. Ich muss auch nur... Oh. Das ist das Problem. Ich denke, spammen. Mann, ärgerlich. Machen wir es andersrum diesmal, damit ich sofort im Kopf hab. Und Trost! Trost? Drauf los! So, Kumpel, verschwend nicht meine Zeit!
Bam. Und danke für die XP. 20. Kann man schön gebrauchen. Ba-ba-da-bam. Danke. Nett von dir. Aua! Okay, wir sollten vielleicht nicht mobben. Lassen wir ihn lieber mal in Ruhe. So, Pilzkönigreich. Oder zumindest die Stadt. Willkommen. Mario! Hm? Oh, hi, du bist es. Mario, Mario, ich bin's, Twink. Warum sagst du jetzt meinen vollen Namen? Erinnerst du dich daran nicht? Oh, ja, stimmt, du bist es. Ich hörte, dass du den Stern befreit hast, der von den Kuba-Brüdern bewacht wurde. Bowser und seine Bande sind ziemlich sauer deswegen. Ich wusste, du würdest es schaffen, Mario. Du bist schon einen Schritt weiter. Aber gilt des Feindens, ich komme, um dir wichtige Informationen zu bringen. Es scheint, als wird einer der Sterne irgendwo in der staubtrockenen Wüste gefangen gehalten. Bowser hat es in sein Tagebuch geschrieben. Der Ort heißt staubtrockene Ruin. Die Prinzessin hat viel auf sich genommen, um dir diese Informationen zu verschaffen, Mario. Wenn wir noch etwas herausfinden, werde ich es dich sofort wissen lassen. Ich muss jetzt zurück zu ihrer Hoheit. Sie ist so mutig. Ich hoffe, diese Nachricht war dir hilfreich. Ja. Nein. Also Mario vielleicht, aber als Spieler jetzt nicht wirklich. Ich glaube, will ich Items kaufen? Eigentlich schon. Wir haben so viel Geld, wir haben noch nicht einmal was eingekauft. Machen wir das mal. Oh, das ist nicht der Shop. Das war nicht der Shop. Wo war denn der Shop? Das war auf jeden Fall so eine Feuerblume. War das nicht hier? Ah, das war wahrscheinlich im anderen Bildschirm. Hier links. Im anderen Teil der Stadt. Richtig? Oh, hey! Die Typen sind weg. Wir können hier hoch. Hi. Ist der Dojo-Meister jetzt da? Oh, scheinbar schon. Hi. Oh, du musst Mario sein. Willkommen in meinem Dojo. Ich bin der Meister. Ich bin der Leiter dieses Dojos. Ich bitte um Verzeihung. Meine Gesundheit ist sehr fragil. Wir trainieren jeden Tag in diesem Dojo, um Körper und Geist zu stärken. Sollte es deine Absicht und dein Wunsch sein, darfst du uns gerne herausfordern. Sag mir, was dich heute zu uns geführt hat. Ich will es versuchen. Sehr schön. Dann soll Chan gegen dich kämpfen. Nun, Chan, ist es an der Zeit, gegen Mario anzutreten. Ihr wünscht, Meister. Gegen den kleinen Racker da? Der kann doch nichts, oder? Was soll der denn bitte schon können? Mario, jetzt kommt Chan! Chan, also, hä? Die scannen wir erstmal. Ich hätte direkt Mario auswählen müssen, ne? Verdammt. Scanner! Das ist Chan. Er war auf meiner Schule. Er wird vom Meister trainiert und wird gerne gegen uns antreten. 15 KP, 2 Angriffsrate, Verteidigung. Er ist wirklich nicht schlecht. Hammerattacken werden nicht so gut funktionieren, aber du kannst ihn mit Sprungattacken umwerfen. Liegt er erst auf dem Rücken, ist er leicht zu besiegen. Sei gnadenlos, Mario. Okay. Wow. Oh. Hab ich gut gekontert. Sprung, sagst du? Meinetwegen. Kippen wir das mal zur Seite? Bam. Wir hätten jetzt auch Schaden machen können. Oh. Au, welche Schmach. Ja, du. Mein Kumpel, mein Bester. Bam. Bam. Wir haben jetzt richtig eine rein. Verdammt, nein. Powerhüpfer, wir killen ihn jetzt sofort. Ich versuch zumindest. Boing. Boing. Oh, look at me. Look at me. Und noch ein Like. Ah, oh, schade. Das war aber nicht schlecht. Das war not bad. Der kann wirklich nichts. Direkt scannen, damit man direkt weiß, was man tun muss. Und dann ist er eine Lusche, eine Nullnummer. Ein Nix, ein Fussel. Er kann rein gar nichts. Wie man sieht. Bam. Einmal noch umkippen. Dann gibt er auf. Dann heult er flennend nach Hause zu Mama. Bonk. Ja. Die XP nehme ich. Oh, die kriegen keine XP dafür? What? Wir haben es zumindest geschafft. Genug, Mario ist der Sieger. Chan, du musst härter trainieren. Sehr gut, ich gebe dir das, Mario. Kometenkarte. Der Beweis, dass Mario gegen Chan siegreich war. Oh, okay. Was bringt das? Du darfst gerne hier seit mir hier mit uns trainieren. Ja, okay, jetzt können wir direkt gegen den anderen. Ein weiter Kämpfer weiß, dass es manchmal die beste Taktik ist, einem Kampf aus dem Weg zu gehen. Es ist nicht feige, vor einem Gegner davonzulaufen, der dir weit überlegen ist. Jedoch wirst du immer wieder auf Gegner treffen, vor denen du nicht davonlaufen kannst. Sobald der Kampf begonnen hat, schäle ich ihn voller Mut. Da hat er recht.
Im Kampf musst du viele verschiedene Techniken anwenden. Ein guter Kämpfer setzt nicht immer die gleiche Attacke ein, du. Jeder Gegner hat bestimmte Schwachpunkte. Manchmal musst du deinen Körper einsetzen, manchmal deine Ausrüstung. Aber immer musst du deinen Verstand einsetzen. Manchmal wird es dich überraschen, was alles Wirkung zeigen kann. Okay. Willkommen, Mario. Möchtest du nochmal versuchen? Okay, nun, die zeig mir, wie du dich gegen Mario behauptest. Ja, gewisse, ich werde ihn besiegen, Meister. Das glaube ich wohl eher weniger. Dem werde ich auch kalt machen. Ich wette, eine Technik wie diese hast du noch nie zuvor gesehen. Was? Was passiert denn gerade mit Mario? Das ist Lee in seiner Verkleidung als ich. Seine maximale KP sind 20. Sehe ich wirklich so aus? Niemals. Ich habe doch nicht so zwei Beißer. Ich sehe doch eher aus wie ein Toad, oder? Er wird Kopfnuss und Scanner einsetzen. Er verfügt über meine Fähigkeiten. Natürlich sehe ich viel besser und flatter aus. Und ich hoffe, ich bin auch stärker. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, du. Ich glaube, Bombettes könnte uns da hilfreich sein. Er macht wirklich die gleichen Attacken. Oh, der macht zweimal. Oha. Krass. So, Freundchen. Wie schmeckt dir der Powerhüpfer? Bonk. Oh, 20 Leben ist schon hart. Aber... Wow, ich habe mich gut angestellt. Nice. Und jetzt noch die Bombe! Puh. Der guckt. Guckt dumm aus der Wäsche. Ah, zurückverwandelt. Ah, du bist stark, nimm dies. Boah, 5! Erstmal direkt beten, Alter. Oh, weiser Himmelsstern, bitte heil mich schnell! Der Typ ist irre. Oh, danke, Stern. Vielen lieben Dank. So, Kumpel. Wie schmeckt dir... Noch eine Bombe. Bam. 5 Schaden diesmal, warum auch immer. Nice. Oh, du bist stark. Ich wette, eine Technik wie diese wirst du aber nicht umgehen können. Oh, jetzt ist er Bombett. Das ist gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Andererseits... Vielleicht kann ich ihn trotzdem besiegen. Versuchen wir es. Bang! Bang! So, Bombett. Du killst dich jetzt selbst. Wortwörtlich. Boom. Gewonnen. Er hat eine gute Fähigkeit, aber er muss sie besser trainieren. Genug, Mario ist der Sieger. Lee, du musst noch viel mehr trainieren. Sehr gut. Hier, Mario, der Beweis. Mondkarte. Du darfst gerne wieder Zeit herkommen. Mario, willkommen. Na gut, was sollen wir hier versuchen? Wir haben schon gegen beide gekämpft. Ich lasse es mal erstmal sein. So, ich möchte aber jetzt gerne wissen, wo hier der Laden ist. Bevor wir irgendwo aufbrechen. Können wir es eigentlich kaputt machen? Apropos aufbrechen. Können wir es aufbrechen? Schaut mal hier in der Wand. Die Treppen, die gehen durch die Wand hier. Seht ihr das? Oder vielleicht kommt da noch was mit einem Schalter. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall seltsam aus. Okay, was können wir uns denn holen? Pilze sind sehr wichtig. 5 Cent, das ist es mir wert. So, nehmen wir direkt mal 2 mit. Was haben wir da eigentlich gerade? Falsches Menü. Da, Pilz, Ahorn. Alarmsirup haben wir noch. Eine Feuerblume wäre nützlich. Die hole ich mir noch. Dann der Powerblock nochmal. Ah. Das ist eigentlich auch nett. Nehmen wir den Powerblock auch nochmal mit. So, ganz viel Geld ausgegeben. Und beim nächsten Mal gehen wir dann los zur staubtrockenen Ruine, würde ich sagen. Denn da scheint unser Abenteuer weiterzugehen. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder in Tahutan. Yeah, yeah. Das war's dann schon. Los, ein, nimm gleich noch da. Und dann bis bald, wir sehen uns bald wieder. Ciao.